Über ihn soll man künftig nicht gleichgültig hinweggehen. Man soll stehen bleiben und einen Augenblick verweilen. Behutsam lässt Gunter Demnig den ersten Stolperstein in Bad Kissingen ein. Als 450. Kommune nimmt die Stadt an dem Projekt teil. Das erste Mahnmal ist einem ehemaligen Stadtrat gewidmet. Für Oberbürgermeister Kai Blankenburg ist das eine gute Wahl. Otto Goldstein war ein Bürger dieser Stadt, aber er war noch mehr. Er war ein Stadtrat dieser Stadt. Und die Stadt hat sich entschlossen, den ersten Stein für ihn zu verlegen, nicht wie sonst üblich an seinem letzten frei gewählten Wohnsitz, sondern da, wo er für diese Stadt gewirkt hat, nämlich vor dem Rathaus der Stadt Bad Kissingen, das die Heimat seiner Verantwortung und auch seiner Leidenschaft war. Viele Zuschauer und zum Teil auch Angehörige der Opfer kamen, um an der Feierstunde teilzunehmen. Circa 18.000 Stolpersteine gibt es mittlerweile in ganz Deutschland. Doch auch im europäischen Ausland hat der Künstler bereits die Mahnsteine verlegt. Eine Spur der Erinnerung. Denn am Anfang hatte ich durchaus Schwierigkeiten, sowohl in Frankreich als auch in Polen. Aber inzwischen ist doch die Bereitschaft, das aufzuarbeiten, sehr viel größer geworden. Das Projekt ist eine Initiative der Bürgerinnen und Bürger. Eine Arbeitsgruppe bestehend aus rund 20 Mitgliedern hatte in monatelanger Arbeit die Biografien der Regimeopfer recherchiert. Das war eine teilweise recht schwierige und vor allen Dingen auch unvollständige Arbeit deswegen, weil wir es hier nicht mit herausragenden Persönlichkeiten zu tun haben, die also wahnsinnige Kapitel in der deutschen Geschichte geschrieben haben, sondern es waren Menschen wie du und ich. Und Menschen wie du und ich hinterlassen relativ wenig Spuren in den Annalen, in der Geschichte einer Stadt. Mit den Steinen soll den Opfern ein Stück ihrer ehemals mit Füßen getretenen Identität wiedergegeben werden. Die ersten Schritte hierzu hat Bad Kissingen nun getan.